Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit einem Video zum Covered Movement Skill, dem neuen Skill, der mit 0.1 hinzugefügt wurde. Und das Video wird deutlich kürzer, als ihr es von mir gewohnt seid. Allerdings denke ich, dass das Video einfach wichtig ist, weil vor allem dieser Skill für Spieler wie mich besonders wichtig ist und gerade wer eben langsam unterwegs ist und viel schleicht und sich gerne an seinen Gegner ranschleicht, der muss den Skill so schnell wie möglich hochbringen und deshalb dachte ich zeige euch, wie das funktioniert. Bevor wir aber loslegen, möchte ich euch ganz kurz zu meiner schönen Waffe hier was sagen. Ihr habt möglicherweise mein Waffenmodding-Video zu der SA-58 gesehen, zur FAL und mittlerweile haben sie den Recoil massiv reduziert von der Waffe. Also der Mod hat vorher 225 Recoil gehabt, jetzt nur noch 188, was die Waffe meiner Meinung nach total OP macht, muss man wohl leider einfach so sagen, weil mit 188 Recoil und dem Kaliber ist es eine absolute Maschine, wenn man sich mal anguckt, wie leicht es zu kontrollieren ist. Im Dauerfeuer, da fegt ihr tatsächlich alles weg. Das ist ein Riesenkaliber und meiner Meinung nach ist der Recoil deutlich zu niedrig. Ihr könnt mich ja in den Comments wissen lassen, was ihr dazu meint. Und jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit dem eigentlichen Videothema und ich zeige euch, wie Covered Movement gelevelt wird. So, bevor wir jetzt loslegen, wichtig vielleicht mal zu wissen, was macht Covered Movement überhaupt? Das ist ein Skill, der schon länger im Spiel ist, allerdings wie Prone Movement bisher ausgegraut war. Man konnte ihn aber trotzdem leveln und deshalb seht ihr jetzt teilweise Leute, die schon Level 15, 20, 30 in Covered Movement haben. Andere wiederum, wie ich, krebsen hier unten rum. Tatsächlich war es so, dass Covered Movement bisher durchs simple Rumlaufen mit einer Nahkampfwaffe gelevelt wurde. Das heißt, jemand, der einfach nur Hatchet Runs gemacht hat, hat ohne gezielt zu leveln Covered Movement gelevelt. Und Leute wie ich, die überhaupt gar keine Hatchet Runs gemacht haben, die sind dann, wie ich in meinem 0.10 Vorstellungsvideo schon gesagt habe, bei 1,2 Punkten Covered Movement rausgekommen und das bei Level 40. Also ich mache generell keine Hatchet Runs. Ich bin ab und zu mal vielleicht mit der Hatchet in der Hand gerannt, weil ich schneller sein wollte. Aber so wenig, dass nur 1,2 Punkte bei rauskam. So viel zur Vergangenheit. Wir haben aber jetzt die Neuzeit und wir gucken uns an, was der Skill macht. Aktuell habe ich hier Sound of Steps on Common Surfaces ist 2% quieter. Das heißt, die Lautstärke von Schritten auf normalen Oberflächen ist 2% leiser. Jetzt haben wir hier nebendran nochmal Sound of Steps on Common Surfaces is 1% quieter. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier andere Oberflächen meinen. So dass es nochmal 1% leiser ist auf anderen Oberflächen wie Metall und Glas und so weiter. Dann haben wir hier noch Increases the Speed of Covered Movement, also wenn man sich geduckt bewegt, wird die Geschwindigkeit erhöht. Und dann haben wir hier noch Noises produced by weapon and equipment are 2% quieter. Das heißt, ihr habt sicherlich schon mal gehört, wenn jemand neben euch gestanden hat und die Waffe angelegt hat oder eben jemanden durchsucht hat, das hört man schon deutlich. Auch diese Geräusche werden mit dem Skill reduziert. Und wie levelt man das Ganze jetzt? Das ist im Prinzip relativ einfach. Wir müssen letztendlich einfach langsam laufen. Und zwar so langsam, dass unser Lautsprecher, den wir hier unten links sehen, ganz unten links im Bildschirm, haben wir diesen kleinen weißen Lautsprecher, dass dort kein, kein Ton mehr aus dem Lautsprecher kommt. Sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ich jetzt normal laufe, dann habe ich hier einen Strich an dem Lautsprecher. Wenn ich renne, habe ich zwei Striche. Und wenn ich langsam laufe, irgendwann verschwindet der und hier genau ist der Sweet Spot. Das heißt, wenn ich mit meinem Pfeil an dem vierten Strich bin, verschwindet dieser Lautsprecher, der Tonindikator bei dem Lautsprecher und von da an level ich Covered Movement allein beim Laufen. Das heißt im Prinzip, ich muss einfach mich nur bewegen und levele Covered Movement. Auch geduckt laufen kann ich natürlich, wichtig wie gesagt, dass ihr nicht an den Punkt kommt, wo hier unten an dem kleinen Lautsprecher ein Strich erscheint. Denn sobald dieser Strich erscheint, levelt ihr kein Covered Movement mehr. Und das Ganze geht tatsächlich sogar relativ schnell. Wir haben jetzt hier 11,4. Ihr habt gerade eben gesehen, wir hatten noch 11. Jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen und schauen einfach, wie schnell das funktioniert. Ich habe so in etwa 15 bis 20 Schritte pro 0,1 Punkte ermittelt.
Manchmal hat es ungewöhnliche Sprünge von 0,2, 0,3 gemacht. Kann man also so genau nicht sagen. Aber ja, man kann so sagen, 15 bis 20 Schritte ist so der Sweet Spot, bei dem man dann einen 0,1-Punkte-Schritt bei seinem Skill dazu bekommt. Und jetzt sind wir bei 11,5. Das heißt, der Schlüssel, um Covered Movement zu leveln, ist einfach sich leise bewegen. Es macht übrigens keinen Unterschied, wie schnell ihr levelt, wenn ihr langsamer oder schneller lauft. Wichtig ist nur, dass dieser Lautstärke-Indikator nichts anzeigt. Ansonsten auch das Thema Büsche und irgendwie an Wänden entlang, in Deckung laufen oder sowas, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Also wenn ihr durch Büsche lauft, levelt ihr nicht schneller. Wenn ihr euch um Ecken rumlehnt, levelt ihr auch kein Covered Movement. Die einzigen Möglichkeiten, Covered Movement zu leveln, sind langsam und leise laufen. Und ich hoffe, euch damit einen Dienst erwiesen zu haben. Also wie gesagt, für Spieler wie mich ganz, ganz wichtig, weil letztendlich entscheidet dieser Skill darüber, wie weit andere Leute euch hören können, andere Spieler euch hören können. Und der Skill kann übrigens gekontert werden mit, wo haben wir ihn? Perception. Weil dieser Skill erhöht die Hördistanz. Das heißt, mit diesem Skill, wenn der hochgelevelt ist, könnt ihr andere Spieler weiter hören. Und heißt also, wenn ihr jemand seid, der gerne aggressiv spielt, solltet ihr auf Perception achten. Ein Skill, den ihr einfach nur durch Looten generiert. Also viel Looten gibt Perception. Und wenn ihr eher der leise Spieler seid, dann solltet ihr auf Covered Movement setzen, damit die Leute euch weniger laut hören. Und damit bin ich schon durch. Eine kleine Info noch am Rande, was mir heute aufgefallen ist. Sobald ihr ein schwarzes Bein habt, könnt ihr nicht mehr schleichen. Man hört euch trotzdem laut. Also passt darauf auf, dass ihr keine schwarzen Beine bekommt. Das ist jetzt wichtig, weil sonst ist mit Schleichen nichts mehr. Dann hört ihr euch immer so an, auch wenn ihr ganz langsam lauft. Jetzt aber Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, euch nachher im Stream wiederzusehen. Sonntags von 10 bis 16 Uhr ist geplant. Also wenn dieses Video hier rauskommt, ist der Stream schon am Laufen. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Geilsten. Haut da rein und tschüss.